Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Backpack-Hero-Stream. Ja, ab sofort über 3 Stunden, zumindest der Stream selber. Für die YouTube-Zuschauer kann ich hier direkt mal sagen, dass ich eventuell den ein oder anderen Stream in mehrere Parts unterteile. Abhängig von den Runs. Warum mache ich jetzt immer 3 Stunden? Weil ich Fortschritt brauche. 2 Stunden reichen da nicht. Auf jeden Fall, beim letzten Mal hatten wir noch ein paar Gebäude gebaut, haben die Eiscreme endlich durchbekommen. Es war eine Heidenarbeit, den Eiscreme Run zu schaffen. Oder hier die Sanduhr. Aber ja. Wir haben es gegen Ende dann doch irgendwann geschafft. Mein Ziel als nächstes ist es auf jeden Fall, Feldwege zu machen und alle Gebäude miteinander darüber zu verbinden. Kann ich die Feldwege auch? Nee, dafür brauche ich wahrscheinlich irgendwie Brückenteile oder irgendwas in der Art. Ich habe, meine ich, gerade niemanden, der unbedingt was von mir will, ne? Nee, die wollen nur Gebäude. Beziehungsweise er will die Straßen. Dann können wir ja direkt in den Dungeon losziehen. Wie immer erst mit Purse. Und wisst ihr was? Wir haben, glaube ich, eine Satchel-Mission, ne? Nee, wir haben keine Satchel-Mission. Sobald ich die erste Satchel-Mission habe, gehen wir mit Satchel auch los. Ich überlege gerade nur, mit was starten wir hier. Oh, das hier klingt herausfordernd. Gegenstände desselben Typs können nicht nebeneinander platziert werden. Das wird eine Herausforderung. Das heißt, ich kann zum Beispiel Konsum-Items oder Waffen nicht nebeneinander tun. Ich gehe so oft in die Krypta, wir gehen. Ach, ich habe die Wurzel nicht eingepackt. Ups. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Stachelgruft zur Abwechslung. Wir gehen so oft in die Krypta, wir müssen auch mal ein bisschen in die Stachelgruft gehen. Um Gottes Willen, ist es kompliziert, damit zu kämpfen mit dem, was ich habe. Erstmal kommt das wieder hier hin. Okay, füge den Schlaf hinzu. Okay, damit kann ich gerade so organisieren. Damit könnte ich von Prinzip her beides gleichzeitig nutzen. Das neue Organisieren klingt lustig. Mich würde bei Schlaf interessieren. Flüche, nee. Schlaf. Damit könnte ich die daran hindern, auch Aktionen zu machen. Ganz ehrlich, das ist praktischer als ein Schild, nutzt zusätzlich den Knüppel. Ich habe eine relativ leere Tasche, also kann ich erst die Kiste ruhig nehmen. Und einfach gucken, dass ich jetzt wirklich alles versuche reinzupacken. Sonst noch irgendwas, was ich nach Hause schicken will? Komm, ich schicke den Schlüssel noch mit nach Hause. Habe ich mal richtig viel nach Hause geschickt zur Abwechslung. Hier, Max HP heilen tue ich mich sowieso irgendwie nebenbei. So, auf in die Hölle. In die Hölle gehe ich nämlich gerne, namens Sumpf. Okay. Ich habe ja gerade eh eine sehr leere Tasche, ne? Gut, dass ich den Schlüssel weggegeben habe. Wollt ihr mal pennen? Ah, das braucht aber auch meine ganze Leiste auf. Wow, das bringt ja überhaupt nichts.
Katz. So, einer weg. Geh mal zuerst auf den. Der hat weniger Stacheln. Ein bisschen Schaden nehme ich jetzt. Aber der ist weg. Nehme ich mal mit. Dann organisiere ich hier eben kurz um. Der hat irre viel an Stacheln. Ich muss mehr Abwehr haben als er Stacheln, wenn ich angreife. Ist richtig fies. Ja, da habe ich zumindest eine kleine Heilung. Unnütz. Wenn ich umorganisiere, könnte ich das nutzen. Ich nehme den Schwächetrank mit. Falls ein Laden auf dem Weg ist, verkaufe ich den. Ich glaube, ich gehe auf den hier zuerst. Ja, der da hinten, der sammelt jetzt wieder Stacheln an. Solange ich draufhauen kann, der nichts. Ach komm, es macht Schaden. Schwächetrank kann ich mitnehmen. Das Ding bringt mir nichts. Kann ich zum Verkaufen mitnehmen. Ich muss jetzt erstmal die Sachen einsammeln, die mit der Zeit verschwinden würden. Schlaft. Du greifst, glaube ich, eh nicht im Nahkampf an, ne? Ich töte dich auf jeden Fall als erstes. Ich nehme 5 Schaden. So, den bin ich los. Das Gift ist ekelhaft.
Oh, hat noch geklappt. Ich expandiere mal in die Richtung. Ja, sehr gern. Nein, das würde mich umbringen. Den Würfel nehme ich auf jeden Fall mal mit. Den Schlüssel wollte ich haben. So, die Kiste war mal nicht verschlossen. Das Bowblade verkaufe ich auf jeden Fall. Den Würfel kann ich hier oben hinpacken. Das kann ich hier hin. Kann ich so machen. Kann ich hier nochmal das kaufen. Und jetzt hätte ich gerne ein Heil-Item. Vielleicht habe ich ja Glück und hier. Die Schmiede auf der vorherigen Ebene habe ich gar nicht mitgenommen. Kaufen einen Fisch. Ist es ein heilender Fisch? Es ist ein heilender Fisch. So. Schmiede. Viele Items können in der Schmiede verbessert werden. Die Schmiede kostet Geld, aber du kannst sie mehrfach verwenden. Jede Schmiede mit unterschiedlichen Upgrades. Also schau unbedingt vorbei. Du kannst sehen, wie viele Upgrades ein Item erhalten kann, wenn es aufgerüstet werden kann. Wird unten rechts neben einem Amboss-Symbol eine Zahl angezeigt. Ich kann zwei Stacheln zum Schild hinzufügen. Und zwei Brand zu meinem Knüppel. Ob ich was vom Wert verkaufen kann. Ich gehe hier in den Kampf und nutze meine Konsum-Items. So, ich lasse sie schlafen. Und verprüge ihn. So, ist am Brand gestorben. Nochmal Schuhe, danke. Negative Effekte. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir wissen, wer die haben will. Dann nehme ich noch die Mahlzeit mit für den nächsten Kampf. Ich hab was Schönes für dich. Ja. Was verkaufe ich dir denn? Schätze kriege ich mittlerweile genügend. Ich könnte die Spaghetti noch mitnehmen. Guck mal, was Schönes in der Kiste drin ist. Die Klinge des Magiers. Die könnte ich zumindest verkaufen. Habe ich noch mal genügend für den Shop. Ich kann das Relikt auch dahin packen.
So, das reicht dann, dass ich nochmal hier in der Schmiede was ausgeben kann, ne? Energie zur Kleidung, dann hätte ich standardmäßig eine Energie mehr. Ich kann mir nochmal Brand hier drauf leisten. Ach nee, das kann ich noch ein weiteres Mal verbessert werden. Kann ich eventuell noch irgendwas hier verkaufen? Nee, der kauft nichts mehr. Oh. Ich könnte hier noch bei dem Fragezeichen eben kurz gucken. Der verkauft ja Fische. Genau darauf habe ich gepokert. Ein Highlight-Item. Das Fischwert bringt mir nur was, wenn ich auch auf Fischbild gehe. Ich werde eh keinen Kampf mehr in der Hinsicht haben, dass ich das nutzen kann. Aber jetzt kommt wieder ein Boss. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, Teil 2. Na gut, so wichtig ist der Würfel jetzt aber auch nicht. Hier ist wieder ein Schmied. Ich nutze instant den Fisch. Das hier nutze ich dann auch direkt. Kann ich nämlich mir sparen, dass die mich angreifen. Ja, konnte zumindest mit dem Fischschwert noch angreifen. So, der stirbt sowieso am Feuer. Oder auch nicht. Ich muss die hier zuerst loswerden. Die sind schlimmer. Na gut, der stirbt spätestens nächste Runde am Feuer. Den kann ich wirklich ignorieren. Sag ich doch. Ist ein Highlight-Item, ich nehm's. Ich kann das Fischschwert nicht mal nutzen, weil es braucht ja Fische, um stärker zu werden, aber ich kann es nicht richtig nutzen. Das ist so dämlich. Einen schon mal losgeworden. Und der stirbt am Feuer. So, jetzt kann ich das Fischschwert hier oben hinpacken. Hier das blockieren. Ich kann den Mana-Stein da hinpacken. Aber ich habe keinen Laden. Verdammt. Nee, dann kommt der Mana-Stein wieder weg. Du willst mir was andrehen. Da sage ich nein. Ich nehme den Schaden, ich nehme den Fisch da eventuell. Obwohl, erstmal dich ausschalten. Ich nutze die Regeneration noch aus. Wollte ich sagen. Schuhe bringen mir nichts. Das Messer kann ich mitnehmen. Oh, hi, Popfen. Ich habe gar nicht gesehen, dass du im Chat bist. Och, mir geht's ganz gut. Ich muss mein Chatfenster anpassen. Moin, Popfen. Mittlerweile könnte ich es nutzen. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu lange nicht bemerkt. Ja, man muss hier über diese Ordnung kämpfen. So gesehen.
Jetzt hör doch mal auf mit dem Typen, der die ganze Zeit Stachel macht. Schlaft eine Runde. So. Der mir durchgehend Schaden drücken kann, schon mal weg. Dich muss ich als nächstes loswerden. Den Kack kann ich wenigstens instant loswerden. Selbst, okay, das ist lustig. Wegen der Wurzel können ja Sachen desselben Typs nicht nebeneinander stehen. Und genau aus demselben Typ hat sich jetzt das, was mir schaden will, sich gerade weggemacht. Weil es nicht nebeneinander gammeln kann. Das ist richtig geil. Ich würde das gerne nutzen, aber dann muss ich hier wieder umorganisieren. Relikt kann ich hier hinpacken. Dann kann ich das Tubulier dahin und das Messer dahin. Ich muss nämlich noch ein Messer mitnehmen. Kann man Laden auftauchen? Immer abwägen, was von denen ist am schlimmsten. Den da hinten kann ich ignorieren. Ich würde sagen, du bist am schlimmsten, weil du mich vergiften kannst. So, als nächstes der sich in die Luft jagt. Items kriege ich auch nicht, aber wenigstens eine leckere Fliege für den Händler. Der freut sich immer über meine Fliegen. Für die, die es nicht wissen, der Händler ist ein Frosch. Buchstäblich. Und wo steht er genau am Ende des Dungeons? Hier kriegst du eine Fliege. Bringt mir kein Geld, aber dafür mag mich der Händler. So, das Fischschwert kannst du haben. Ich kann es nicht nutzen. Komm, nimm das hier. Ach, ich kann das ja nicht so packen. Kann ich das so mitnehmen? Oh. Noch ein Schmied. Nein, kein Schwert. Das ist einer, der auch was Negatives macht. Fluchschmiede, seine Hand strahlt mit einer Macht unglaublich unverflucht. Ich kann ihre Artikel auf die nächste Stufe bringen, sagte er, aber der Preis ist super. Ja, wenigstens darf ich das ohne Geld machen. Das ist sehr nett. Zwei Gifts von der Waffe, wenn er sich in derselben Zeile oder Spalte wie ein Verbrauchsmaterial befindet, ist es deaktiviert. Das ist Müll. Ganz ehrlich, die Machete ist sowieso ganz unten, ne? Gerade das Geld nehme ich. Okay. Ich blocke mir jetzt genügend Schaden. Abgesehen davon.
muss blocken. So, das Ding ist weg. Weg damit. Und bin direkt noch einen losgeworden. Das mag ich so am Backpack Hero. Du musst wirklich überlegen, was du machst. Das mag ich an dem Spiel so sehr. So, jetzt kann ich das hier rüber packen. Nein, ich wollte nicht die Tunika setzen. Uga Buga. Ich nehme den Schlüssel mal mit, falls hier eine Kiste auf der Ebene ist. Ein Kuna nehme ich für den nächsten Gegner. Ach, ist eine Waffe. Ich denke nicht drüber nach. Ich kann wegen der Wurzel ja nichts Gleiches mitnehmen. Ich vergesse das durchgehend. Braucht eine von den Kisten einen Schlüssel? Die braucht einen Schlüssel. Die andere auch? Okay, links oder rechts? Schwere Entscheidung, ich habe nur einen Schlüssel. Welche der beiden Kisten nehme ich? Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene weg und du bist weg. Okay, ich nehme die rechte. Geil. Oh, lecker. Das brauche ich auf jeden Fall. Noch ein Schmied? Ich pack meinen Knüppel mal in einem weiteren Schmiedeplatz hinzu. Danke. So, welche Fähigkeiten gibst du? 3 langsam. Leitfähig ist nichts wert, wenn ich kein Magierbild habe. Ich kann mir einmal Energie leisten, dann habe ich Energie ein mehr. Und ansonsten kann ich ja gucken, ob ich was verkaufen kann. Ah, so viel dazu. Dann nehme ich das hier noch für den nächsten Kampf mit. Ist jetzt, glaube ich, wieder Boss-Time. Meine Gebäude zahlen sich aus, die ich gebaut habe. Friss. Uga Buga lasse ich erstmal bauen. Du bist genau wie mein Knüppel. Machst Energiekosten drauf. Och nö. Kannst du bitte ohne Trupp gegen mich kämpfen? Das ist nett. Nehme ich. Kannst du nicht mehr treffen. Gib mir den Schildtrank. Ciao, Uga Buga. Das Ding heißt nicht so, ich nenne es nur so. Sie machen nicht genügend Schaden, um mich umzunieten. Beziehungsweise um durch meinen Death zu kommen. So, magst du für mich umfallen?
Danke. Ich kriege 2 Mana-Steine, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Und Run geschafft. Was schmeiße ich weg? Der Rüstungszwang ist nicht so wichtig. Okay, erfolgreicher Run. Auch wenn er sehr merkwürdig war. Es hat funktioniert. Die Wurzel war hier oben bei der Bibliothek. Jetzt habe ich die positive Version. Gegenstände des Teams können nicht nebeneinander platziert werden, aber gibt mir dann jeden Zug 2 Energie. Also hat dann auch ihr Gutes. Ich habe keine einzige Hymne für Vivienne gefunden. Fällt mir gerade auf. So, irgendwas, das irgendwo speziell hin will. Ich sollte bei der Kaserne dann wohl offenbar vorbeischauen. Hier der Glücksring. Dann haben wir jetzt die Glücksdeutsch freigeschaltet. Die Machete für das abgesplitterte Schwert. Ich wusste doch, dass ich die Lanze für irgendwas brauche. Für den Doru. Verursacht einen Schaden, wenn genutzt wird. Okay, das Ding boostet sich hoch. Das Ding, gerne. Sonst kann ich hier nichts weiter ausbilden. Einen ungewöhnlichen Schild. Ja, komm hier, nimm den Komödienschild. Wird der Ring sonst noch irgendwo gebraucht? Ja, beim Tischler. Das ist dann aber auch der Einzige, der den braucht. Braucht nur der Tischler jetzt noch Zeug? Verkaufe ich das Zeug lieber. Irgendwann kommen die Missionen, wo ich das abgeben muss. So, und alles andere wird irgendwo noch gebraucht, ne? Ich könnte den goldenen Bogen mit der Balliste freischalten, aber ich behalte die mal, weil, wie gesagt, legendäre Waffe. Könnte ja sein, dass irgendwer mir dafür was wesentlich Besseres andreht. Ich habe den Stumpfbuckler freigeschaltet. Okay, der wäre mit der Vampir-Axt eventuell zusammen richtig geil, weil die Vampir-Axt, die macht mir durchgehend Gift drauf. Und der macht, dass das Gift umgewandelt wird in Verteidigung. Das wäre eine interessante Kombination auf jeden Fall. So, du wolltest meinen Ring haben. Guck mal in der Taverne, ob ich da was freischalt. Ein Gamble-Item. Gerne. Noch ein Gamble-Item. In der Taverne gibt es ja nicht mehr sonderlich viel. Ich sollte noch gucken, ob ich eventuell... Ich kann das Rathaus auf jeden Fall bauen. Oder das magische Miezel. Das Rathaus wäre auf jeden Fall wichtig. Ich nehme erstmal das magische Miezel, weil ich... Braucht dafür sowieso Wege. So.
Und noch mehr Forschung. Jetzt können wir die ganzen Magie-Sachen erforschen. Da wäre sogar eine Mission, die mit Magie arbeitet. Essen ist jetzt nicht weiter ein Problem. Das kann ich ruhig abgeben. Ja, und kann ich direkt wieder in den nächsten Run gleich rein. Aber erst muss ich mit ihr noch reden. Ich habe das Ding gebaut. Du hast das magische Mieze gebaut. Wir können ihn verwenden, um mehr über die Magie an diesem Ort zu erfahren. Ich muss meine Freundin Tote ändern. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass sie zum verzauberten Sumpf geht. Ich gebe dir ihr Totem. Das sollte dir helfen, sie zu finden. Okay, ich muss in den verzauberten Sumpf. Sie kann uns sehr helfen. Sie ist eine echte Expertin auf diesem Gebiet. Und ich glaube, sie hat auch einen magischen Rucksack. Tote ist ein Charakter. Den werden wir jetzt freischalten. Müsste der mittlere hier sein. Auf jeden Fall ist das, dass es so einen Funken gibt. Damit ich die Magie-Quest freischalte. Du beginnst mit diesen Items. Okay, nur Items, die 3 Felder oder größer sind. Let's go. Ich muss auf jeden Fall Richtung Sumpf. Ich mache erst die Fledermaus kaputt. Ne, hier hätte ich komplett blocken müssen. Das Ding wäre potenziell besser als mein Schwert. Muss auch immer gucken, dass ich mehr Schaden blocke, als ich einstecken würde. Das ist auch immer sehr interessant mit den Schilden. So. Tschüss. Im Prinzip muss ich ja alles so bauen, dass ich mindestens 3 Felder bald bauen kann, ne? Okay, es hat auch nicht gelogen in der Hinsicht. Aber hey, wenigstens darf ich jetzt mittlerweile Gegenstände wieder aneinander rein. Die jetzt auch denselben Typus haben. Solange keine Waffe angrenzt, macht die ja viel gegnerischen Schaden an allen. Geld. Da ist Erfahrung. Danke. Die macht viel Damage. Den Schild mag ich nicht, weil er jedes Mal, wenn ich ihn nutze, einmal Energie mehr braucht. Ich muss auf Angriff gehen. So, bin einen los. Ich kann dir eh keinen Schaden machen. Und tot. Wie viele Elebanen soll ich noch bekommen? Knüppel des Berserkers. Wenn genutzt, verursacht 10 Schaden. Tut mir aber selber auch weh. Wäre bestimmt ganz lustig, damit zu kämpfen. Aber ich nehme lieber das hier. Hey, ich kann mich nicht beschweren, dass ich keine Waffen finden würde.
Was davon nehme ich nur? Das macht zwar weniger Block, aber dafür bringen meine Waffen mir mehr. Ich könnte auch den Schild wegwerfen. Was eventuell praktischer wäre. Die würden sich, glaube ich, gegenseitig boosten. Ja, das würde dem hier 2 geben und das hier dem 1. Wird nicht die letzte Tonika sein, die ich gesehen habe. Ach, kommt. Du da vorne machst mehr Damage. Was nehme ich nur mit? Die Auswahl ist so gering. Hier nehme ich meine Hellebarde. Ja, sie boosten sich gegenseitig. Warte mal, noch schlauer. Auch in der Kiste? Jetzt nur 3 Items? Ja. Da ist man ja richtig eingeschränkt mit dem Inventar. Aber tatsächlich nicht so sehr eingeschränkt wie gerade eben mit der komischen Wurzel. Nein! 1 HP! Ich brauche ein Level Up. Pff, was habe ich denn da? Gekauft. Ist leicht besser als mein normales Schwert. Nein, 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 ich habe die Heilung noch gesehen. Einmal blocken, dann passt das. So, dem vorne bin ich los. Und ich block genauso viel, wie der Damage macht. Wenigstens brauche ich nicht großartig drüber nachdenken, was ich nehme. Was? Eine Rauschwalle zieht an deiner Nase vorbei. Was ist das? Im Sumpf riecht man viel seltsame Dinge, aber der rituelle Rauch der Schildkröten hat einen unverkennbaren Geruch. Riecht süßlich nach Schokolade. Riecht auch, als müsste sie sich ihren Panzer waschen. Unsere Magie ist ein Glücksspiel, sagt sie zu dir. Wirst du dich vom Schicksal leiten lassen? Ich investiere einfach mal so maximal, wie es geht und hoffe auf was Legendäres. Das Glück begünstigt dich und ein legendäres Item erscheint am Fuße ihres Stabes. Glück gehabt, sagt sie. Man könnte es geil nutzen. Wie kann ich mir Raketen machen, die irre viel Schaden drücken können? Die Rüstung habe ich ja nicht zum letzten Mal gesehen. Das ist keine Rakete.
Ich voll Depp. Tot. Wolkenschwert für jedes angrenzende. Nee, hab keine Baumaterialien. Nehmen das Raketensilo. Eigentlich hätte ich die nicht kaufen müssen. Was Gutes? Nö. Die Erdsteinklinge. Müsste ich hier ein Feld machen. Aber es würde sich interessieren, die Lupen mitzunehmen, die Klinge. Nehme ich mal provisorisch mit. Oh, ich darf Karten spielen. Hey, ich habe was gefunden. Bringt mir aber gerade nichts, ne? Drei Flüche einfach. Einmal drei Schaden bitte auf die Machete. Warte mal. Ganz ehrlich, ich sehe keinen Sinn darin, die Axt zu behalten. Zwei Blocks zu einem Schild könnte ich hinzufügen. Die Waffe habe ich ausgebessert. Eile auf dem Schild wäre gut. So, jetzt kann ich nichts mehr ausbessern. Das ist ja viel zur Auswahl. Sehr viel Verschiedenes auf jeden Fall. Keine Sorge, ich drücke auf Erlauben. Ja, ein Witch No Beta ist ein Spiel, das ich dir empfohlen habe. Das ist ein richtig tolles Spiel. Wirkt süß, aber die Geschichte dahinter ist düster ohne Ende. Wann habe ich denn ein Level-Up gemacht, dass es mir nicht mehr angezeigt wurde? So, jetzt kann die Erdsteinklinge hier hin. Ich packe die so hin, dass sie gerade so nicht runterfällt. Für jedes Feld unterhalb 3 mal plus. Oder zählt das nur für 1? Ah, das zählt nur für ein Feld drunter. Ich dachte, wenn ich jetzt hier so dreifach runter habe, dann zählt es für 3 Waffen. Ich glaube, viel billiger wird es nicht. Und tot. Geschafft. Easy.
War aber nur eine Ebene tief. Ich habe die Puppe umsonst dabei gehabt. Den Schild kann ich verkaufen. Das kann ich beim magischen Mietzel abgeben. Das wird in der Schmiede auf jeden Fall benötigt. Habe Deutsch noch hinbekommen. Das kann ich auch im Mietzel abgeben. Ja, viel Spaß dir noch, Propfen. Und noch einen schönen Restabend. Da wurde irgendwas Neues freigeschaltet, die Plattenrüstung. Dafür muss ich das Kettenempfinden. Kontraproduktiv. Sonst noch irgendwas Neues? Der Ritterschild. Der wäre praktisch. So, den Lamellenschild. Den alten Schild habe ich jetzt auch so. Ach, schon wieder was freigeschaltet. Oh, die Ritterrüstung klingt richtig gut. Der Königsschild, der ist richtig geil. Wenn Zacken gekratzt, noch einmal kratzen. Nur weil ich einmal huste, brauchst du doch nicht gleich einen Wutausbruch auslösen. Nebenbei funktionierte die Animation gerade nicht. Ja, das Gefühl, die hat sich gerade nicht aktiviert. Warte. Ich teste. Ja, die Animation aktiviert sich warum auch immer nicht. Ist das schon wieder verbuggt? Ein Moment. Animationen waren gerade verbuggt. Ich liebe es, wenn das passiert. Nicht. Wo wollte der jetzt meine Machete haben? Stimmt, beim Mietzel. Ich erinnere mich. Nahkampf selten. Ich guck mal, ob ich dich besser investieren kann. Ich muss auf jeden Fall eine Magiewaffe mal mitbringen. Da gebe ich einfach die Machete. Ist nicht das letzte Mal, dass ich die Klinge gesehen habe. Den Schild kann ich verkaufen. Und das war's auch schon. Habe ich echt viel zum Verkaufen. Zurück in den Dungeon. Viele Missionen sind ja nicht mehr üppig. Ja, ohne Stoß dann alle Elemente können nicht gedreht werden. Ein gemeinsames Element aus, das dupliziert werden soll. Was darf ich darunter verstehen? Ach ja, das Ding habe ich immer noch dabei. Ach, wahrscheinlich darf ich darüber die Lederkappe multiplizieren, dass ich Ausrüstung habe.
Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Gab's, hat das Teil gesagt, zwei Ebenen? Warte, ich gehe noch mal kurz nach Corderia zurück. Ich bin ja noch nicht wirklich irgendwo drin gewesen. Ordeeria. Ich muss ja was nehmen, das zwei Ebenen hat. Nee, es endet nach Bereich 1. Okay. Dann mache ich Meditation. Okay, kann ich zweimal am selben Ort platziert werden? Und es entfernt sich nach dem Kampf. Das heißt, ich muss es jedes Mal umsetzen. Am besten wäre, dass ich irgendein Item habe, was ich ständig rumswitche. Ist geil, ich kann die Mahlzeit nicht mitnehmen. Der eine Schaden, der ist jetzt auch nicht weiter wichtig. So, zum Sumpf muss ich. Da muss ich unsere Froschdame finden. Zuerst muss ich auf jeden Fall nach oben. Ja, kaue du dich mal zusammen. Ist mir egal, dass die Fledermaus flieht. Dich kann ich one-hitten. Und dich nächste Runde auch. Ich nehme es mal. Weil es ein Rüstungsstück und dadurch kriege ich einen Block mehr. Tschüss. Kratz. So, der macht jetzt schon 33. Ich gehe auf dich. Dann bringt ich dich nämlich nicht so ne um. Tschüss. Und der verzieht sich dann eh. Egal in welche der beiden Richtungen ich gehe, ich kriege eine Kiste. Immer den Pfeil und das Hackbeil. Den Sterntank will ich nutzen. Den Zylinder kannst du haben. Das nehme ich auf jeden Fall. Und dann kaufe ich dir die warmen Getränke ab. Weil es ist beides Heilung. Zwei Brand. Kann ich dem noch was verkaufen, um auf 15 zu kommen? Der kauft eh nichts mehr. Okay. Frage hat sich erledigt.
Blocke mehr als genügend gerade. Den Dire-Troll, den wollte ich sowieso werfen. Ich blocke einfach nochmal. Ich nehme den Schaden, ich heile mich eh. Oh, ein Dartfall. Dich zuerst. Und tschüss. Im besten Fall, nachdem ich Schaden genommen habe, heißt, ich kann mich ruhig einmal treffen lassen. Geh zuerst auf den. Messer brauche ich. Ich nehme den Schaden. Dann wird meine Tasche nämlich ein bisschen kleiner. Das darf ich nirgendwo hinpacken, wo schon was ist. Ich blocke genauso viel wie du Damage machst. Ha! Tschüss. Ich habe nicht sonderlich viel Zubehör, ansonsten wäre das gut. Das kann ich für den nächsten Kampf direkt mitnehmen. Ach komm. Irgendwann bringe ich das Messer durch. Der stirbt am Feuer. Wenn ich... Wieso? Obwohl, ich kann die auch einfach zerkratzen. Tschüss. Wie nutzt man das? Mach die erstmal weg. Tschüss. Dich mache ich als nächstes kaputt.
Tschüss. Es wäre ja schön, wenn ich mal Tote gefunden hätte. Ich nehme das Geld. Ich kann's verkaufen. Ich kann. Aber der Preis, den ich dafür zahlen würde, wäre zu hoch. Auch eher kontraproduktiv. Ich kann ja gleich wieder kommen, nachdem ich bei den Kisten war. Nein. Müll. Wenigstens mal was, wo ich den Schlüssel verwerten kann. Puh. Ich nehme mir die beiden Sachen. Packe jetzt langsam drauf. Wo ist der blöde Frosch? Wahrscheinlich hinter dem Boss. Ach, der Boss schon wieder. Den hätte ich mir für die nächste Runde aufheben sollen. So, ich mache jetzt mal was ganz Schlaues. Das kann ich ja instant nutzen. Mit 40 Schaden bin ich auch schon zufrieden. So, Rakete, go! Als ob ich euch gerade so nicht kaputt bekomme. So, dich kann ich instant umnieten. Ich kann's mitnehmen. Ich kann die jetzt eh wegkriegen. Weil zumindest alles, was die ruft, ist instant tot. Also. Tschüss! Dieser Speer ist einfach so unglaublich geil. So. Der Frogo. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe etwas für dich. Ein Totem. Bitte lass mich es sehen. Seltsam, ich habe noch nie so viel Magie von einem Säugetier gespürt. Oder ist es der Rucksack, den du trägst? Ist er auch verzaubert?
Ja, dieser Rucksack ist super magisch. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es mehr als einen gibt. Sind seine Kräfte anders als meine? Wo hast du ihn her? Wie lange hast du ihn schon? Was ist mit? Beruhige dich, Tote. Beruhige dich. Lass uns das Schritt für Schritt angehen. Ich möchte nicht dieser Mensch sein, aber du musst mir zeigen, was du drauf hast. Ach komm. Okay. Um Gottes Willen, machen die Dinger Schaden, wenn ich sie nicht nehme. Okay, sie verflucht mich durchgehend. Und da kann man ja gegenarbeiten. Tatsächlich, ich nehme den Minischaden hier. Dann kümmere ich mich um die Kastanien einfach. Ich mache das einfach so lange, bis ich hier einmal durchschlagen kann. So, die Kastanien, die vernichte ich und von dem anderen Ding nehme ich einfach den Schaden. Nach der nächsten Runde sollte ich sie eigentlich dann vernichten können. Ja, 82 Damage. Es war wirklich nicht wie ich. Nach einem Kampf zu suchen. Aber um ein echter Forscher zu sein, musst du bereit sein, dich selbst in Gefahr zu bringen. Habe ich dich sehr verletzt? Oh nein, mir geht's gut. Ich kann schon spüren, wie meine Knochen sich wieder regenerieren. Nun sieht's aus, als hätte Nora einen Ordnungszauber auf dieses Totem gelegt. Ich werde von hier verschwinden und dich bei Nora treffen. Komm mich bei ihrem Pilz treffen. Vielleicht können wir mehr über diese Rucksäcke herausfinden. Au. So, dann... Ach ja, ist idle. Ich gehe eh aus dem Dungeon raus. Hab ihn ja jetzt abgeschlossen. Ja, damit haben wir Tote getroffen. Können wir instant hier oben bequatschen, ne? Für ein Säugetier bist du ziemlich stark. Meine Magie hat dich überhaupt nicht ausgebremst. Du hast beinahe meine Brille zerbrochen. Also dachte ich, ich schließe mich dir an, wenn das okay ist. Von den Eltern vollständig verbannt. Ihr Rucksack wurde von einem träumenden Baum gesegnet. Magische Schnitzereien erscheinen, wenn sie in Gefahr ist. Okay. Totio, Unlock Tote. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Man trifft nicht jeden Tag jemand mit einem magischen Rucksack. Mein Rucksack stammt von einem magischen Baum. Er heißt der träumende Baum. Der erste Spross des Mutterbaums, wo alle Magie herkommt. Warum hat dir dieser Baum einen magischen Rucksack gegeben? Ich weiß es nicht. Ein Geschenk vom Mutterbaum ist unglaublich selten. Ich denke, vielleicht haben Kultisten die entfernten Wurzeln des Mutterbaums gefunden. Die versuchen, ihn zu zerstören. Aber seit ich das Geschenk bekommen habe, zieht es mich in den Dungeon. Ich mag nur eine bescheidene Lehrling sein, aber ich sehe, dass der Rucksack und der Dungeon verbunden sind. Indem ich mich auf meinen Rucksack einstelle, glaube ich, werde ich die Geheimnisse des Dungeons lernen. Wo hast du das Ding eigentlich her? Ich habe ihn dort unten gefunden. Interessant, es ist klar, dass die Rucksäcke der Schlüssel zum Chaos sind, was den Dungeon beherrscht. Wie, das weiß ich nicht. Ah, okay. Da gibt es viel zu lernen. Zumindest eine Mission zu ihr. So. Hier, nimm den Mana-Stein.
Nach sowas habe ich gesucht, wo Zauberstab verlangt wird. Und den hier kann ich jetzt da abgeben. Okay, hier ist was dazu gekommen. Okay. Ah, die Sandtour kann ich endlich abgeben. Dafür kriege ich die umgekehrte Sandtour. Wenn deine Hand leer ist, ziehe eine neue Schnitzerei. Das ist für Tote ganz nice. Warte, bevor ich irgendwas kaufe. Rathaus. Und das Rathaus kommt hierhin. Dann habe ich das auch gebaut. Der Fallmacher hat neue Sachen. Eine Mission für Tote. Das Ding kann ich verkaufen, ne? Stimmt, bei der Kaserne sollte das ein oder andere sein. Beziehungsweise bei der Schmiede. Hier zum Beispiel habe ich ja jetzt das Teil durchgebracht. Das kaufen. Das muss man unten irgendwie nutzen. Die Kaserne. Da kann ich die Eidechsenklinge abgeben. Für 150 Walter könnte ich das Schwert des Eidechsenkönigs haben. Das verringert Energiekosten. Das würde sich schon lohnen. Hat sich jetzt auch keine Waffe hinzugefügt. Da hat sich was hinzugefügt. Eiscreme. Ach, dieselben Mission jetzt nochmal für den Vogel. Hätte ich ein paar Missionen für Satchel. Wird hauptsächlich Essen verlangt. Kann er ja ruhig ein bisschen was abgeben. Damit habe ich dann noch ein paar Missionen freigeschaltet. Die Relikte kann ich eigentlich verkaufen. Geld. Jetzt werden Straßen gelegt. Das erhöht die Effizienz, ne? Jedes Forschungsgebäude, das durch den Weg verbunden ist, hat jetzt eine 5%ige Effizienz. Heißt das zum Beispiel... Ja, da. 5% mehr. Die produzieren dann auch mehr. Ich gucke gerade mal kurz auf die Uhrzeit. Ja, einen Run können wir noch machen.
Ah, das ist fies. Was macht denn das andersrum? Kann ich das schon gucken? Okay, das ist sehr, sehr geil für einen Mana-Run. Ich will ja auch mal Magie-Runs machen. Also, das Ding würde sich lohnen. Endet aber dann erst nach Bereich 2. Nee, ich mache etwas, das nach Bereich 1 endet, weil ich nach dem Run hier auch Schluss machen will. Wir nehmen das mit der Koralle. Jetzt muss ich ja nichts Bonusartiges mitnehmen. Kann eh nur angreifen. Ja, ich kann immer was duplizieren. Die Koralle ist interessant. Oh. Könnte ich zum Beispiel mein Heil-Item durchgehend duplizieren und mich jedes Mal heilen? So, das würde ich gerne duplizieren. Oh, das zu duplizieren würde sich auch lohnen. Den kleinen Buckler nehme ich mit, damit ich irgendein Schild-Item habe. Und die Blume, die brauche ich generell. Jetzt wird die auch mal mitgenommen. Besser als gar keine Verteidigung. So, jetzt habe ich ein zweites davon. Oh. Oh, die Maut klingt immer wieder. Ach gut, die ist jetzt aber nicht wirklich praktisch, ne? Ich nehme das Teil hier. Lass mal sehen, was du hast, Kiste. Nichts Geiles. Man könnte allerhöchstens den Trank werfen. Na ja, komm, ich verwerte den Dolch. Und kriege einen Hackball. Ist auch nicht besser. Nein, ich krieg den nicht tot.
So, wieder ein neues Level. Der Knüppel, den nehme ich mit. Eigentlich müsste ich den Zauberstab mitnehmen. Das Ding kann sowieso weg. Tod verderben. Kann ich auch eine zweite Rune mitnehmen und da käme was Neues bei raus? Ach komm, ich mache mir mehr Verteidigung. Ich kann das auch später nochmal duplizieren. Okay, das ganz links will ich definitiv nicht haben. Ich versuche das Messer zu kriegen. Sieht gut aus. Nehme ich dann statt dem Holzschwert und nutze es maximal zweimal. Dann nehme ich es diesmal mit. So, jetzt darf ich das nicht mehr nutzen. Ich bin nicht dazu gezwungen, was zu duplizieren, ne? Ich kann nicht das Teil selber duplizieren. Mir fällt was ein. Ich kann das doch dutzende Male duplizieren. Und vor allen Dingen habe ich gerade den Ritterschild bekommen. Richtig geil. Kann ich den Buckler wegwerfen? Komm, ich schmeiße auch den Pisch weg. Hallöchen. So geil. Ich kann das Messer zweimal übernutzen und dann duplizieren. Ist eigentlich mega geil, das Item. Hätte ich noch mal den Flammenedelstein. Der hat sich eigentlich nicht gelohnt. Oh, das Kettenhemd. Das muss ich einmal mitnehmen. Zwei Stacheln zum Schild hinzufügen und drei Schaden zum Klopper. Kann ich ja gucken, was der Job noch so hat. Das ist ein sehr angenehmer Run. Überhaupt keine Schwierigkeit hier. Vor allem die Koralle ist eigentlich mega nice. Das Schwert, das hebe ich mir noch auf. Genau dafür wollte ich es mir aufheben. Alter, wie easy ist dieser Run? Ich hab ein Level up. Ich kann das zweite Messer auch noch mitnehmen. War ja richtig easy.
Aber ich habe nur 10 Minuten jetzt für gebraucht. Wir hatten keinen richtigen Ort zum Bleiben, seit deine Mutter verschwunden ist. Könntest du unsere Hütte wieder aufbauen? Du hast scheinbar genug Zeug, das du verwenden könntest. Förstes Haus. Ich weiß, das ist viel verlangt. Nee, ist es nicht. Ach komm. Quillzwisch will was. Ich sehe das neue Rathaus. Ich wollte mich selbst darum kümmern, aber ich freue mich zu sehen, dass meine verehrten Fans eines gebaut haben, um mir Zeit zu sparen. Achte darauf, Wege vom Rathaus zu anderen Forschungshäusern zu bauen. Das hilft dir, alles an einem Ort zu erforschen. Ach stimmt ja, ich kann jetzt darüber einfach die Sachen anklicken und muss nicht extra zu den Gebäuden hinrennen. Ist eigentlich mega nice. Spart mir den Laufweg. So, die Beinschienen sind auf jeden Fall besser als das, was ich gerade hatte. Jetzt habe ich besseres Schuhwerk auf jeden Fall. Zumindest habe ich zur Verfügung. Flammenedelstein kann hier abgegeben werden, das abgenutzte Messer. Muss natürlich noch die restlichen Forschungsgebäude miteinander verbinden. Das Rathaus ist auf jeden Fall praktisch. Es erspart mir den Laufweg. Das ist ein Fragment. Die Koralle ist ultra nice. So, ich nutze das. Baue den Feldweg hier einmal fertig. Das ist eine Werkstatt. Alle Forschungsgebäude sind verbunden. Außer dem Gewächshaus, da muss ich noch einen Weg basteln. Ich hätte es natürlich auch umstellen können. Ja gut, einen weiteren Run habe ich jetzt nicht vor. Guck jetzt, wo ich das Essen noch rein investiere. Ich muss einen Gifttrank mal mitbringen. Ja, Essen ist das geringste Problem. Ich gehe einmal einen Run machen und habe direkt 400. Den Bogen hier kann ich noch holen, den Mausbogen. Hierfür brauche ich auch nochmal den Flammenedelstein. So, da oben will jemand was. Du hast uns einen Platz gemacht. Vielen Dank, Pers. Die Dinge waren nicht mehr dieselben, seit deine Mutter verschwunden ist. Aber ich habe endlich das Gefühl, dass die Dinge wieder normal werden. Ich bin wirklich stolz darauf, dass du, was du erreicht hast. Ich denke, Harvest City wird ein großartiger Ort für uns sein, um wieder zu leben. Sonst nix? Okay, es will jetzt keiner mehr was von mir. Gut, dann drücke ich jetzt auf Spiel speichern. Auf zurück zum Menü. Und dann ist hier für heute Schicht im Schacht. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like später beim YouTube-Video da oder den mehreren YouTube-Videos. Und natürlich auch bei Twitch ein Follow da lassen, auch die, die sich das jetzt im Nachhinein anschauen. Und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle schon mal als erstes
Ciao und bis zum nächsten Mal.